Hallo ihr Lieben, zum Festhalten. Gedanken zum Thema, ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, was ich machen will, wie mein Leben morgen ist. Und ich habe nicht einmal mehr Wünsche oder Träume zu meinem Leben. Ich weiß nicht einmal, wer ich bin. Ich habe Angst vor meiner Zukunft, denn ich weiß nicht, was morgen ist. Ich kenne dieses Gefühl. Und diese Frage hat jetzt gerade jemand in einer Gruppe gestellt und mir kam dann der Gedanke, jo, kenne ich nämlich. Und ich finde es gar nicht so verkehrt. Was könnte einem dies sagen, wenn man nicht weiß, was man eigentlich will? Es gibt Menschen, die wissen zielgenau, was sie wollen, und sie arbeiten darauf hin. Sie manifestieren wie wild nach ihren Wünschen und Vorstellungen. Sie manifestieren sich sogar Menschen so, indem sie gezielt sagen, was sie wollen. Und dann voller Dankbarkeit darüber sind, was sie bekommen, um nach einem Jahr zu sagen, eigentlich will ich das doch nicht, weil derjenige dann plötzlich etwas hat, was stört. Oder das Leben, was man sich manifestiert hat, plötzlich ist etwas da, was dieses Leben zunichte macht. Und keiner stellt sich die Frage, vielleicht war das ja gar nicht für mich. In der Regel wird dann auch nicht weitergedacht. Warum ist das jetzt eigentlich eingestürzt? Warum ist der Mensch, mit dem ich vorher so glücklich war, plötzlich der letzte Vollpfosten? Denn das Jahr, was so richtig schön gut lief, spielt plötzlich keine Rolle mehr, weil nur noch die arschigen Anteile eine Rolle spielen. Und man fragt sich nicht, was diese Anteile vielleicht mit mir auf sich haben könnten. Sprich, warum habe ich diesen Menschen mit diesen arschigen Anteilen angezogen? Man wünscht sich etwas, was man will. Man hat eine konkrete Vorstellung. Aber woher resultieren denn diese Vorstellungen? Beziehungsweise woher resultiert das, was ich will? Denn ist vielleicht nicht das, was ich will, meinen Begierden, Bedürfnissen, sprich meinem Ego geschuldet, was mir sagt, was gut und was richtig ist, hinzu kommt der Verstand, der mir das ja noch bestätigt. Weshalb ich es gut finde, dass man nicht wissen muss, was man will. Vielleicht deshalb, weil man anfangen soll zu vertrauen. Vielleicht, weil man einen neuen Weg gehen soll. Vielleicht, weil man sich führen lassen soll. Denn ich persönlich glaube daran, mit Stand von heute und auch schon etwas länger, dass jeder Mensch mit Gottes Funke eine Bestimmung hat, auf die er irgendwann hingeführt werden soll. Aber die Menschen vertrauen nicht. Sie vertrauen nur sich selbst, lag mir jetzt auf der Zunge. Sie vertrauen ihrer Vorstellung, die sie haben von Leben. Sie vertrauen darauf, was ihnen suggeriert wird, was gut ist. Sie vertrauen darauf, was sie sehen, was vielleicht andere haben, was sie auch haben möchten. Ich hatte ja schon ein Video gemacht, ich verlinke es in die Videobeschreibung. Sei alles, was du sein willst. Du kannst alles sein, du kannst alles haben. Aber ist es das, was zu deiner Bestimmung gehört? Wenn es diese Lebensbestimmung gibt, wie komme ich zu dieser Lebensbestimmung? Ich glaube, Vertrauen spielt hier eine ganz große Rolle. Und viele haben dieses Vertrauen nicht.
dass wer mit seinem Herzen geht, wer mehr auf sein Herz hört, wer alle Herausforderungen annimmt und sie mit Bravour meistert. Sprich, unser Lebensweg hat bestimmte Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, ob wir das wollen oder nicht. Und am Ende führen uns diese Herausforderungen auch ans Ziel. Ja. Ich werde euch in die Videobeschreibung 3 Links hinzufügen, die vielleicht dem einen oder anderen helfen können. Mir haben sie geholfen. Und ich kann jetzt momentan nicht mehr dazu sagen, aber das wollte ich jetzt mal so mitteilen, weil die Gedanken kamen mir jetzt gerade so rein. Das auch momentan auch ein wenig mein Thema ist, weil ich auch nicht weiß, was morgen ist. Aber ich weiß, dass etwas kommen könnte und ich weiß, dass mir sehr oft das Vertrauen fehlt. Das Vertrauen an etwas Größeres. Das Vertrauen an meine Führung. Und irgendwann, folge deiner inneren Stimme, folge deinen Impulsen, folge dem, was dir eingegeben wird, was du machen könntest. Probiere dich aus, habe Mut, dich zu probieren, um zu erfahren, was deins ist, das, was du wirklich willst. So habe ich mit meinen Videos begonnen. Durch einen Zufall, der keiner war. Und irgendwann habe ich mehrere Videos gemacht. Videos, ja, die ich dann auch an die Öffentlichkeit sozusagen gegeben habe, indem ich die Öffentlichkeit teilhaben lassen habe irgendwann. Immer mehr. Aber ursprünglich waren Videos privat. Und dann nicht mehr.